Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge New Card Squad Builder mit und von Salon of Seven Games. Und diesmal ist es eine besondere Folge, denn zum einen haben wir nicht zwei Teams, sondern lediglich nur ein Team. Ausnahmsweise nehmen wir hier nur eine Karte, da die anderen Karten nicht so sonderlich geil waren. Jedenfalls um ein Team zwischen 150 und 300 Cards oder 100 und 300 Cards zu bauen. Deswegen haben wir ein Team zwischen 500 und 1 Million. Und der Spieler da drin ist der Walker. Walker hat eine Info bekommen und nicht nur irgendeine, sondern eine Innenverteidiger-Info. Der ist eigentlich Linksverteidiger, bekommt eine Info für die Innenverteidigung und hat nebenbei einfach 91 Pace. Ja gut, das ist sehr, sehr schnell für einen Innenverteidiger. Leider nicht so groß der Spieler, deswegen auch nicht so optimal. Aber ich dachte mir, wäre doch mal was Schönes hier so ein Team zu bauen, was ausschließlich auf Pace ausgeprägt ist. Das heißt nicht nur die Stürmer, sondern auch das Mittelfeld und auch die Verteidiger. Und dementsprechend haben wir jetzt dieses Team hier um Walker gebaut, das ungefähr 1 Million wert ist. Und wir schauen uns hier einfach mal direkt die Verteidigung und Torwart an. Verteidigung, ganz klar, Walker als Innenverteidiger mit dabei. Der Verteidigerpartner ist Kouyaté, 83 Pace, auch einer der schnellsten in der Premier League. Aber da sieht man auch den Unterschied zu Walker. Das sind mal eben, 8 Pace, die da Unterschied sind. Das ist schon krass. Dann rechts außen den Bellerin. Ederson, einer der schnellsten Torhüter in der Premier League. Es gibt noch zwei weitere, das ist Schmeichel und ich glaube einer von Tottenham oder Man City, irgendwie Gaspar, irgendwie irgendwas. Auf jeden Fall ein Silbertorwart und ich dachte mir, ja, wenn das Spiel, Team schon spielbar sein sollte, dann sollte auch ein Goldtorwart sein. Deswegen Ederson dazu genommen. Links außen dann mal kein Premier League Spieler. Das Team wird dominiert von der Premier League, das werdet ihr noch sehen, damit halt auch 100 Chemie ist. Und ja, Linksverteidiger haben wir hier Dalbert genommen mit 91 Pace, weil einfach aus der Premier League nicht so sehr schnelle dabei sind. Eigentlich wollte ich Jordi Alba nehmen, aber spanische Liga dort einzubauen ist schwer, weil Mittelfelder aus der spanischen Liga, die schnell sind, sind auch rar. Von daher haben wir uns dann für Dalbert entschieden. Und wenn wir uns nämlich jetzt das Mittelfeld anschauen, sehen wir auch den Perfect Link zum Felipe Anderson, der 93 Pace hat und somit auch Dalbert auf voll Chemie kommt. Sterling und Oxlade-Chamberlain, die eigentlich Außenstürmer sind, ja, haben aber auch Special-Karten bekommen, die Mittelfelder sind. Deswegen konnten wir die hier einbauen. Wir sehen können, an Defensive ist eigentlich keiner von denen wirklich sehr gut in der Defensive, aber die sind schnell und schnell heißt, sind halt schnell da, vorne wie hinten. Und wenn wir jetzt zum Sturm gehen, sehen wir natürlich auch hier Pace, 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 Sané, Informkarte, 95 Pace, Aubameyang jetzt natürlich in der Premier League dementsprechend auch mit dabei. Und hier, Salah, 93 Pace, da kann man natürlich auch Special Card nehmen, wo er dann ganz schnell, ich weiß gar nicht, 97, 98 Pace hat. Aber die kostet natürlich mehr und da dieses Ding nur 1 Million kosten soll, habe ich halt hier nur den normalen Salah genommen. Und wie ihr sehen könnt, ist es letztendlich ein absolutes Pace-Team geworden, wo lediglich Kouyaté unter 90 geblieben ist. Ja, und der Torhüter, der ist natürlich auch vom Pace her nicht so schnell. Aber sonst wirklich jeder einzelne Spieler 90 oder schneller, also perfektes Team. Falls man einen Controller hat, der so kaputt ist, wo nur noch die Dreiecktaste funktioniert, kann man dieses Team sich bauen und ja, wird wahrscheinlich dann auch gewinnen. Also, liebe Freunde, das ist mal ein Special-Team hier um den Walker Innenverteidiger Informspieler und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Was sagt ihr zum Team? Haut gerne euer Kommentar raus und dann sehen wir uns in einer der nächsten Folgen. Bis dann. Tschüss.